Ich habe Kopfschmerzen wie Sau. Oh Mann. Warum mache ich das immer? Mein Papa macht mich zu Hackfleisch, wenn der merkt, dass mein Handy einen Sprung hat. Ist zwar nur auf der Folie. Also hoffe ich zumindest. Ich laber gerade so einen Scheiß. Na, mir kann man, glaube ich, heute nicht mehr helfen. Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute mache ich mal wieder ein Q&A und ich würde sagen, wir fangen an. Und ich versuche wirklich, jede Frage so kurz wie möglich zu beantworten, weil ich finde das immer ultra langweilig, wenn so eine Frage 10 Minuten beantwortet wird. Deswegen, wenn ihr noch einen weiteren Teil wollt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und folgt mir gerne auf Instagram. Da stelle ich nämlich immer diesen Fragensticker, wo ihr mir Fragen stellen könnt. Fangen wir mal mit der ersten Frage an. Und zwar, wie viel Geld hast du schon für Star Stable ausgegeben? Ich werde das Ganze mal ausrechnen und euch den Betrag hier hinschreiben. Ich weiß selber nicht, wie viel das ist. Die nächste Frage. Warst du schon immer so selbstbewusst? Und da muss ich sagen, tatsächlich ja. Also ich war eigentlich schon immer eine, die auch sehr vorlaut war. Also schon immer, auch im Kindergarten. Also ich würde sagen, ich war schon immer sehr selbstbewusst, ja. Findest du den wöchentlichen Star Rider Lohn gerecht? Nein. Dafür, dass Star Stable so teuer geworden ist und so viele Pferde rausbringt, finde ich, dass 100 Starcoins pro Woche viel zu wenig sind. Die nächste Frage, was ist momentan deine Lieblingsserie? Meine momentane Lieblingsserie ist How to Get Away with Murder. Wie bist du darauf gekommen, Star Stable zu spielen? Mich hat damals eine Freundin draufgebracht. Die nächste Frage, wie viel Geld verdienst du mit YouTube? Und darüber darf man, glaube ich, gar nicht reden. Also ja, ich verdiene Geld mit YouTube. Ich meine, jeder, der bis 13 kann, checkt, wenn man Werbung schaltet, dass man Geld dadurch bekommt. Also ich habe gewisse Einnahmen pro Monat, aber wie viel genau darf ich oder möchte ich auch nicht sagen. Denkst du, dass du es irgendwann so in 1 bis 2 Jahren die 50.000 schaffst? Also ich glaube schon, dass ich das schaffen könnte, aber ich weiß halt nicht, in welcher Zeitspanne. Also an dieser Stelle, wenn du mich noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich mega über ein kostenloses Abo von dir freuen. Was ist das Peinlichste, was dir je passiert ist? Wenn ich jetzt einen peinlichen Moment sagen müsste, fällt mir partout keiner ein? Partout, wer benutzt denn das Wort partout? Das benutzt nicht mal meine Oma, Alter. Partout, Digga. Leonie wird zur Deutschlehrerin. Haben dich schon mal Leute in echt erkannt? Und tatsächlich habe ich bis jetzt eine erkannt, aber auch nur durch mein Pferd. Und es war die Tochter von meinem damaligen Stallbesitzer. Also, sie hat mich erkannt, aber die war so, ja, du hast in deinem Video das und das gesagt. Und ich war so, okay. Also, sie hat das voll gechillt genommen und ich habe da auch kein Riesending draus gemacht. Deswegen war alles ganz entspannt. Hättest du lieber ein Jahr keine Wimpern oder keine Augenbrauen? Bruder, was ist das denn für eine Frage? Ich glaube, ich hätte lieber keine Wimpern, weil ich bin mega unbegabt, was Augenbrauen anmalen angeht. Da würde ich mir lieber Wimpern aufkleben. Denkst du, du kannst gut reiten? Und ich würde sagen, ja, also ich kann auf jeden Fall reiten, aber es gibt immer Verbesserungsvorschläge und es kommt auch immer auf den Tag drauf an, wie ich drauf bin, wie das Pferd drauf ist. Aber so, wenn jetzt alles richtig gut läuft, würde ich schon sagen, dass ich eigentlich relativ gut reiten kann. Bereust du es manchmal, den Kanal erstellt zu haben? Nein, tatsächlich nicht. Ich bin mega glücklich über die Entscheidung und auch, dass es momentan so gut läuft. Also ich freue mich auf viele weitere Jahre mit dem Kanal. Was machst du im Allgemeinen, was niemand anders macht? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass ich erstens immer zwei verschiedene Socken anziehe. Zweitens, dass ich, wenn ich nach Hause komme, alles auf den Boden schmeiße, anstatt aufzuräumen. Wenn wir Auto fahren, ich gucke jedem Menschen hinterher. Also ich bin so ein richtiger Gaffer und ich bin einfach unwahrscheinlich laut. Ich glaube, das macht mich aus. Ja, aber ansonsten wüsste ich jetzt eigentlich nichts, wo ich unnormal bin. Was ist dein größter Wunsch? Mein größter Wunsch ist eigentlich nur, dass der ganze Corona-Scheiß endlich vorbei ist. Dass man wieder mal ein Sozialleben hat. Dass einfach so es mit meinem Freund und mit meinem Pferd so weiterläuft wie bisher. Dass ich mit meinem Papa und mit meinem Bruder gut auskomme und dass meine Mom einfach da bleibt, wo sie ist. Ja, dass ich dann einfach meinen Führerschein irgendwann machen kann, weil ich werde ja trotzdem bald 18. Dass ich einen guten Studienplatz finde. Einfach, dass mein Leben so schön weiterläuft, wie es jetzt die letzten 2 Jahre war. Achso, ich dürfte vielleicht mal weiterreiten, ja. Ich so am Stehen bleiben, die Zeit läuft weiter. Die nächste Frage. Wie bist du auf deinen Star-Stable-Namen gekommen? Und Bruder, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber ich bin froh, dass mein Name nicht so scheiße ist. Weil es gibt echt schlimme Namen in Star-Stable. Also no front, aber es gibt wirklich schlimme Namen. Es wird dunkel, die Nacht bricht herein. Dankeschön. Um 11 Uhr hätte ich nie gedacht. Super.
Hast du eine Schabrackensucht für Anton? Und tatsächlich nein. Also ich verstehe das gar nicht, wie man 1000 Schabracken haben kann. Ich gebe mein Geld lieber für was anderes aus, aber nicht für 1000 Eskadron-Schabracken. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Was ist das Peinlichste, was dir beim Reiten je passiert ist? Das ist auch eine sehr gute Frage, weil ich finde solche Sachen jetzt zum Beispiel, wenn man runterfällt oder so, ist nicht peinlich. Aber ich glaube, das Peinlichste, was mir passiert ist, war damals, als ich meine große Hufeisenprüfung hatte. Da waren so die ganzen Eltern am Start, meine natürlich nicht. Und ich bin über einen Sprung rübergeflogen und bin halt voll runtergeflogen. Ich habe so das Heulen angefangen und alle haben es gesehen. Ich glaube, das war schon ziemlich peinlich, ja. Deine Meinung zu dem neuen Chat-System? Ja, ist Müll, ne? Ist Anton kompliziert? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er kompliziert ist, aber er steigert sich sehr gerne in irgendwas rein. Und wenn du dann nicht die Ruhe bewahrst und ausrastest, so wie ich, dann wird's halt nix. Also er steigert sich halt wirklich schnell in irgendwas rein und erschrickt sich und ist kuckig und glotzig und macht sich steif. Also das ist kompliziert, aber ansonsten ist er mega brav. Die Frage ist gut. Hast du dich schon mal als Junge ausgegeben, um im Globi Suche Girl zu schreiben? Also ich will ja jetzt niemanden haten, ne? Und ich, also ihr wisst ja, dass ich eine sehr ehrliche Person bin. Und ich möchte jetzt mal wirklich ehrlich fragen, was bringt eine fucking Star-Stable-Beziehung? Also was? Also wirklich was? Ich würde doch niemals in den Chat schreiben, suche eine SSO-Beziehung. Ich stelle mir dann immer so vor, dann schreibt so eine, oh mein Gott, ja, ich auch. Sind wir jetzt zusammen? Und dann reiten die so zusammen durch Wald und Wiesen, haben den Spaß ihres Lebens. Also, so... Ich verstehe es nicht. Also ich würde sowas nie im Leben machen. Es ist ein fucking Pferdespiel und kein Online-Dating-Plattform-Scheiß. Also ich will es nur mal gesagt haben, ne? Wenn sich jetzt irgendjemand angegriffen fühlt, dann ist es nicht mein Problem, aber... Also an jeden, der eine Star-Stable-Beziehung hat, denkt mal, ihr seid 25 und habt vielleicht einen Freund und dann denkt ihr euch, ihr habt mit 12 eine Star-Stable-Beziehung gehabt. Meinung zum Motorradfahren? Arschgeil, ich liebe es. Gibt nichts Besseres auf der Welt. Hast du dir schon mal die Haare gefärbt? Ja, aber immer dunkler. Also ich habe meine Haare immer dunkler gemacht, weil ich irgendwie meinen Straßenköterblond nicht so gefeiert habe. Warum arbeitest du in einem Supermarkt? Ja, Brudi, wo soll ich denn sonst arbeiten? Also durch Corona hat doch alles zu. Der Edeka ist wenigstens krisensicher. Also klar ist der Edeka absolut ranzig, aber es ist wenigstens krisensicher und ich kriege jeden Monat mein Geld. Würdest du Anton als deinen Soul Horse bezeichnen? Nee, absolut nicht. Wir sind absolut gleich vom Charakter, aber er wäre niemals mein Soul Horse. Also dazu ist er viel zu schreckhaft. Also ich definiere als Soul Horse ein Pferd, wo du so mit Halsring ins Gelände gehst und das Pferd ist komplett ne? Und das ist bei Anton halt definitiv nicht der Fall. Ich hasse diese Kuh. Ich hasse sie. Geh doch da lang. Mein Gott. Freunde, dann würde ich sagen, war es das hier auch an dieser Stelle mit meinem Q&A. Wenn ich sowas nochmal machen soll, dann schreibt mir es gerne in die Kommentare. Und folgt mir auf Instagram. Dann könnt ihr beim nächsten Fragensticker auch mir eine Frage stellen. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder auf meinem Kanal. Bis dann. Ciao, ciao.